Was haben wir denn da? Ein paar Hasen mit Minispielschlüsseln, die Yoshi fressen wird. Na, komm her, du kleiner Frechdachs. Komm her, sagte ich. Ha. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße, den ist nicht so leicht zu fangen. Aber hier werde ich den schon fangen. Einfach so gerade auf ihn zulaufen. Nein, bitte nicht! Ich bin viel zu zahm und Muskeln. Nur Muskeln und Sahne vom Renner. Ich schmecke echt gruselig. Lass mich gehen. Nimm das. Lass mich gehen. Ich dachte, jetzt müssen wir mir die Karotte von unten anschauen. Mein ganzes Leben, zack. Ja. Gib mir den Schlüssel und wein nicht. Ja, Yoshi hat hier draußen 5 Minispielhasen. Der ist hier ganz leicht, den muss man einfach so abfangen. Ah, nein, friss mich nicht, ich schmeck gruselig. Ah, ich dachte, es wäre schon für mich gewesen. Lalalala. Gib mir den Schlüssel. Die Minispiele werde ich euch natürlich auch zeigen. Ganz am Ende. So, und du, Frechdachs. Komm hier. Oder du auch. Scheiße. So, wie sieht deine Route aus? Komm her. Scheiße. Nein, friss mich nicht, auch wenn ich frech bin. Oh, tut mir leid, ich dachte, du wärst ein Monster. Nimm den Schlüssel und verpiss dich. Okay, speichern und weiter. Und jetzt. Hä? Wo ist der? Ach so, da bist du. Und jetzt du. Ihn einfach so hier abfangen. Nein, friss mich nicht, ich will nicht gegrillt werden. Ha, ich dachte, ich werde jetzt gegrillt. Ah, nimm den Schlüssel und verpiss dich. Du Frechdachs. Okay, und noch einer Schlüssel kommt jetzt. Noch ein Schlüssel kommt. So. Hier bist du, mein Freund. Das ist nicht der Hase von... Anfang. Nein, friss mich nicht. Ich bin nicht der Hase von Anfang, der den Schloss zum Eingang blockiert hat. Ich bin der heutige Hase, der den Minispielschlüssel hat. Dankeschön. Mit Yoshi haben wir schon mal 5 Minispiele freigeschaltet. Aber jetzt kommt das große Zeug dieses Parts. Das werdet ihr gleich sehen, wer das ist. Nämlich... Mario. Natürlich unser Mario. Du hast Mario geredet. Nun kann er Bowser in Grund und Boden stampfen. Überall wird man rote Mützen sehen. Schnapp dir eine und verwandle dich in Mario.
So, jetzt wird es aber richtig los mit den Missionen und Sternen. Juhu, das war doch cool gemacht. Yoshi, mach das so öfter. Mario natürlich. Nicht so. So. Wettlauf mit Koopa den Schnellen kommt jetzt. Und wir werden das in Null. Ah, da bist du ja, Mario. Yoshi hat dich also gefunden und hierher geschickt. Dann rennen oder nicht? Willst du ein bisschen abnehmen, du Fettwanz? Ja, und du bist fett. Nicht ich. So, hier gibt's eine Abkürzung, die nur in Super Mario 64 die S funktioniert, und zwar schaffe ich sie nicht. Man kann da hoch mit einem Scheiße. Man kann hoch mit einem, wie nennt man das? Dreifach Sprung hochkommen, hau ab, du Bob. Die Steuerung bei Super Mario 64 ist wirklich grausam. So. Was ist denn los hier? Dann mache ich es halt so. Dann mache ich so und so. Und ich hoffe, ich werde auch irgendwas. Wieso machst du keinen Hechtsprung, du? Mario, du bist Drecksding. Mach das so wie dieser Koopa hier. Nur, ja, besser. Und lass dich nicht von den Kugeln treffen. Du bist nämlich Mario und nicht irgendwelche Unbekannter. Hier könntest du mal eigentlich mit einem Dreifachsprung hochkommen und hier mit einem normalen Sprung. So. Jetzt. Koopa, wo bist du? Oh, da. Du bist ja schnell und nicht fett. Das hast du hier verdient. Ich bin ein Noob. Ja, ich weiß. So. Der Stern gehört mir. Nicht dir, Mario. Mir. Und jetzt geht's weiter mit Wumms Wuchtwahl. Weiter. Nicht speichern. Ja, wir werden es wahrscheinlich auch heute abschließen. 5 Silbersterne. Ich habe ja schon über die Silbersterne was erzählt. Im letzten Part, glaube ich, war das. Keine Ahnung, wann. Ja, im letzten Part. In Part 2. Aber was ich noch vergessen habe zu erzählen, ist, die Gegner können auch diese Sterne bei sich tragen, du verrückter Kissenhund, komm her. Scheiße. Und wenn man getroffen wird, dann verliert mein Mann einen Stern. Einen Silberstern, besser gesagt, was hier nichts. So, und zack. Und die Gegner können auch Silbersterne mit sich tragen. Flieg mir nicht runter. Die Gegner können auch Silbersterne mit sich tragen, wie zum Beispiel dieser Koopa. So, dann. Ja, genau das. Dann machen wir es so. Ach so, ja. Es wurden ja manche Sterne in Super Mario 64 ersetzt. Und es wurden auf 30 Sterne mehr. So, und dieser hier Stern, den wir gerade machen, wurde durch den Stern auf der fliegenden Insel ersetzt. Ihr wisst ja schon bestimmt, man muss den mit diesem Ding hier reden, dann muss man in die Kanone, nicht in diese. Halt den Schnauze. So. Ich zeig euch gleich, in welche Kanone man rein muss. In diese und dann sich auf diese fliegende Insel hochschießen. Und da war eine Box mit einem Stern.
aber in Super Mario 64 DS ist das anders. Hier gibt's keine Box. Der Stern wurde durch Silbersterne ersetzt. Ups, Entschuldigung, ich habe kurz das Mikrofon berührt. So, jetzt schieße ich mich am besten hier hin. Und dann hier runter. Mit einem Hechtsprung nehme ich keinen Schaden. Und du siehst irgendwie komisch aus. Du bist aber der Falsche. Dann bist du der Richtige. Und jetzt spawnt der Stern in der Glaskugel. Und jetzt müssen wir natürlich was machen? Den Stern einsammeln, bevor wir getroffen werden. Juhu! Ah, scheiße, haut ab, Bob-Ums. So! Scheiße, ich hab schon wieder das Mikrofon berührt. Entschuldigung. So. Ich hoffe, ich hab alles richtig erklärt. So, weiter geht's dann. Hier. König Bob-Ums Rache. Das ist ein neuer Stern. Und ihr habt schon gesehen, pro Stern gibt's pro Welt. Es gibt ja 15 Welten. Und pro Welt wurde ein neuer Stern hinzugefügt. Also im Original Super Mario 64 gab es ja nur 6 normale Sterne und den 700 gelbe Münzenstern. Komm her, Bob-Omb, spring das hier auf. Und hier gibt es 7 normale Sterne pro Welt und den achten, wie nennt sich der, 100 Münzenstern. Und das ist auch neu hier, der Maxi-Pilz. Mit ihm kann man alles zerstören und wenn man eine gute Zahl trifft, dann kriegt man One-Ups. Ist doch schön. Und bleib nicht hängen mehr, Mario. Das ist der sogenannte Maxi-Pilz. Und wo kommt der Bob um? Der keine Ahnung. So, Schild ausreißen, den Baum auf, geht nicht. Leider. So. Zack. Ah ja. Wenn die Wirkung aufhört, will ich euch was zeigen. Gleich. Na? Stirb. Wenn man sich, ich weiß nicht, wieso das so ist in diesem Spiel, aber ich weiß nicht auch, ob das bei mir klappen wird. Es gibt hier mit dieser Kanone ein Glitch. Ich weiß aber nicht genau, wie der funktioniert. Glaube ich so. Nein. Ich weiß nicht genau, wie der funktioniert. Ein Bug, keine Ahnung, was das ist. So nicht. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, sich hier ganz nach oben zu schießen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und ja, egal. Ich werde euch jetzt einen Teleporter zeigen. Wenn man sich hier reinstellt, dann kommt man hier raus. Und hier ist er. Unser geliebter Freund. Der König gibt sich nicht durch einen niedergeschlagen. Ich habe mir von Bowser einen neuen Stern besorgt und ich habe meine Bar verändert. Mich hält niemand auf. Wenn du den Powerstern haben willst, musst du ihn mir schon mit Gewalt abnehmen. Aber dazu musst du erstmal an meinen Rücken herankommen, mir Fliegenbein bringen. Bowser, denk ein bisschen nach. Wie kannst du diesen Loser oder Noob eine zweite Chance geben? Denn er hat schon gegen einen Milchbubi verloren. Aber ich muss sagen, der kämpft nicht schlecht. Du denkst, du besiegst mich. Mal sehen. Du hast gesagt, ich soll dir Fliegen beibringen. Dann wirst du es auch jetzt lernen. Ha!
her, du Loser. Scheiße, das ist so überwärm. Ich bin jetzt ganz sauer. Nimm das. Zack, down. Und jetzt das. Ich bin mit... Ja, klar, was packst du denn nicht, Mario? Shit. So. Komm her. Und stirb. Aua, hat das tut weh. Im Anschleichen bist du noch nicht so gut, aber du bist verdammt stark. Ich war schon lange auf der Suche nach einem Diener wie dir. Wie versprochen gehört das denn dir? Diener? Du wirst mir dienen, nicht ich. Und Bowser wird auch mir dienen. Bald. Wenn wir alle 150 Sterne haben. So. Was können wir noch machen? In dieser Welt. Muss ich kurz nachgucken? Nichts. Denn, oder doch. Aber nicht jetzt. Die 100 gelben Münzen und die 8 roten und noch einen Stern müssen wir machen. Aber nicht jetzt. Jetzt kommen wir nicht hierhin. Jetzt gehen wir in Marios Gefängnis. Ja, Mario, ich weiß, du hast schlechte Erinnerungen an dein Gefängnis. Aber wir müssen nach dort hin. Denn da gibt's noch 2 Sterne, die man holen muss. Hier rein, Mario, bitte. Guck dir noch dein Bild an und ja. Mario wird diese Nacht Albträume haben. Aber wir müssen mal, leider. So. Es gibt hier 2 Sterne zu holen. Aber wir können nur einen machen. Und wo ist der? Der ist hinter mir. So, scheiße, das ist Gift, da sollte man nicht drin sein. Sonst, ja, passiert was Schlimmes. Du stirb bitte, du dreckige Piranha. Da geh ich schlafen, damit ich dich besiegen kann. So. Gib mir Coins. Und dann Weitsprung hier machen. Und zwar zuerst müsst ihr diesen Schalter hier betätigen, aber die Kamera richtig positionieren, sonst gibt es Probleme. Und hier, ganz wichtig, Wandsprünge. Sonst gibt es Probleme. Und der Stern gehört mir. Wuff, ein weiterer Baustein. Du wirst stärker. Der Schloss versorgt dich mit Kraft. Möchtest du speichern? Ja. Was? Der Stern für... Du hast 12 Bausterne gefunden. Nun steht die Tür mit den großen Sternen offen. Und Bowser ist auch nicht mehr fern. Hat dort nicht gerade die Prinzessin um Hilfe gerufen? Hab ich keine Ahnung. Du hast also gesagt, dass die Bausterne mich mit Kraft versorgen? Das ist doch nicht gut. Ich werde ganz stark und dann werde ich mich... Und dann kann ich mich nicht mehr kontrollieren. Ich muss es machen, sonst wird die Welt zerstört. Selbstmord. Also, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.